Gebärmuttergespräch. Ich bin deine Gebärmutter und grüße dich aus dem Göttlichen. Du möchtest schon lange die Kraft und Weisheit in mir tiefer spüren, kennenlernen und erleben. In mir, in dir wohnt diese urweibliche Kraft aus uralten Zeiten von Mutter Erde. Kommst du mehr und mehr in Berührung mit dieser Energie? Spürst du, wie du dich selbst besser fühlen kannst, wahrnehmen kannst, wie du dich auch kraftvoller und wohler in deinem Körper und menschlichen Dasein fühlst? Du entfaltest dich, lebst deine Träume und Potenziale. Die Kreativität kann immer freier fließen. Der Weg in eine neue Zeit auf Mutter Erde hat mit der Verbindung auch eine Rückverbindung an diese Kraft und Weisheit, um diese Urenergie zu tun. Im Schoß, egal ob Mann oder Frau, und Lebenskraft, Lebendigkeit, Wahrhaftigkeit. Wähle für dich, entscheide dich für diese urweibliche Kraft und du wirst sehen, das Wunder einer Entfaltung, eines Neuerblühens wird geschehen. In Liebe zu dir, deine Gebärmutter. Zu den Pflanzen, die mit der Gebärmutter verbunden sind, gehört beispielsweise auch der Beifuß, eine alte, heilige Ahnen- und auch Frauenheilpflanze. Sie reinigt und öffnet die Gebärmutter, und so wurde sie auch früher als Begleiter bei der Geburt eingesetzt. Ja, ein Helfer bei einem Geburtsprozess. Wir können diese auch auf andere Weise heute für uns unterstützend einsetzen. Diese Kraft und Weisheit der Pflanzendevas wie die des Beifuß. Dann möchtest du dich heilsam mit diesen Energien, auch der anderer Pflanzendevas, die dich mit dieser urweiblichen Kraft in dir wieder in Kontakt bringen können. Schau in meinen Telegram-Kanal vorbei, abonniere diesen YouTube-Kanal und wenn du möchtest, melde dich zum nächsten Webinar an, Gebärmuttergespräch, das immer mal wieder stattfindet. Hierbei geht es um Reinigung, um Heilung, auch um Heiligung und Segnung deiner Gebärmutter. Es können sich zum Beispiel alte energetische Bindungen zu Ex-Partnern lösen, Ahnenthemen bereinigt werden oder Verletzungen deiner Weiblichkeit aus diesem oder anderen Inkarnationen sanft in die Heilung gehen. Ein neuer Energiefluss, besonders in deinen unteren Energiezentren, deinen Chakren, kann freigesetzt werden und wieder ins Fließen kommen. Themen wie Vertrauen, Lebenskraft oder Fülle, hierzu gehört auch ein finanzieller Fluss, sind damit verbunden. Sind wir mit unserer Kraft aus der Gebärmutter ihrer Weisheit verbunden, fällt uns sehr vieles leichter im Leben. Wir können uns selbst besser spüren, unsere Potenziale auf die Erde bringen, sie gebären, wobei eben zum Beispiel auch der Pflanzendeva des Beifuß, ein Pflanzenengel, die helfen zur Seite stehen kann. Dieser wird zum Beispiel in den Webinaren unterstützt von anderen lichten Kräften, stets verbunden mit der göttlichen Urquelle, mit dir selbst und deiner Seele, von ganzem Herzen. Alles Liebe, Christina Lasia.